Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher Elektrisiert, deinem Kanal rund um den Skoda Enyaq. Mein Name ist Matthias und heute sprechen wir über die Ladedauer an der Schnellladesäule mit dem Enyaq und der Softwareversion ME 3.0. Was braucht es, damit man möglichst schnell laden kann? Welche Rahmenbedingungen müssen erfüllt sein? Und was ist der Unterschied zur Prä-ME3? Alles in diesem Video. Auf geht's! Das Thema Laden am Schnelllader ist ein Dauerbrenner auf diesem Kanal, ist ein Dauerbrenner unten in euren Kommentaren. Und darum mache ich noch ein weiteres Video dazu. Es gab ja schon ein Video, ich verlinke es auch nochmal hier oben und auch unten in der Beschreibung, wo ich geguckt habe, ob ich es schaffe, mit meinem Enyaq die Peak-Ladeleistung zu erreichen. Das hier ist ein 80X. Der hat die LG Chem-Zellen und da geht es ja bis 170 kW. In meinem letzten Video habe ich das nicht geschafft, aber ihr habt mir jede Menge Hinweise gegeben, wie es doch möglich sein wird, diese Ladeleistung zu erreichen. Habe ich in diesem Video ausprobiert, doch der Fokus in diesem Video geht gar nicht so sehr auf die Ladeleistung, sondern auf die Ladegeschwindigkeit. Denn schnelle Ladeleistung, das ist eher ein Randfall, wenn man mal schnell 100 Kilometer im niedrigen SOC-Bereich laden möchte. Für die meisten von uns ist es viel spannender, 10 auf 80 oder 5 auf 80% zu sehen und ob das auch deutlich schneller geworden ist. Skoda hat ja für diesen Enyaq, den 80X, versprochen, dass die Geschwindigkeit um 2 Minuten schneller wird. Und gemäß Website, blend euch das hier nochmal ein, was ich gefunden habe, von 37 auf 35 Minuten runtergeht. Bei euren 80ern und bei euren 60ern sieht das anders aus. Also dieses Video ist demnach nur gültig für die LG Chem-Zellen und den 80X. Und natürlich auch für 80er, die LG Chem-Zellen haben. Die sind ungefähr grob die so bis Mitte 2021, Herbst 2021 gebaut sind. Rund um die ganzen Batteriethemen findet ihr auch jede Menge Videos hier auf dem Kanal. Wenn ihr euch da unsicher seid, einfach mal suchen gehen. Doch jetzt beginnen wir einfach mal mit dem ersten Ladetest. Ein Tipp von euch war, dass mein SOC noch viel zu hoch sei, selbst bei den Tests mit, wie ich es nenne, niedrigem SOC um 10%. Viele haben geschrieben 5% oder weniger und hey, wenn ihr das sagt, dann teste ich das natürlich auch bei mir aus. Wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt mit 5% und 14 Kilometer Restreichweite an die Ladesäule gefahren. Der Battery Care Modus ist ausgeschaltet. Wenn wir hier rüber gucken, ist sogar meine Batterie relativ warm mit 21 Grad. Ihr habt auch geschrieben, dass 21 Grad bei weitem noch nicht warm genug ist, völlig unabhängig davon, ob das Thermalmanagement noch zuheizt oder nicht. Bei diesem Test hier geht es allerdings nur um den niedrigen SOC. Umso besser, dass die Batterietemperatur auch noch relativ hoch ist. Ja, da haben wir fast schon beides kombiniert. Mir wäre es lieber gewesen, die Batterietemperatur bei 15 Grad und 5% SOC, aber man kann halt nicht alles haben. 68, ja, das ist der Startwert, wie wir ihn immer haben, wenn wir mit einer MEB an die Säule fahren. Und jetzt erwarte ich eigentlich einen Riesensprung. Oh, 143, das ist schon mal nicht schlecht. Das ist allerdings noch nicht ganz das, was ich erwartet habe. Der Car-Scanner bestätigt uns, was wir draußen an der Ladesäule gesehen haben, auch jetzt wieder. Unser Thermalmanagement heizt die Batterie nicht noch zusätzlich. Die 21 Grad sind ihm genug. Wir sehen jetzt eine Maximalpower von knapp über 140 kW. Nochmal zur Wiederholung. Ich habe LG Chem-Zellen hier drin. Das ist ziemlich sicher. Außer Skoda hätte mich belogen. Aber Skoda hat mir gesagt, alle Performance-Modelle, also die 80X und die RS, haben diese Zellen drin, die bis 170 kW Ladeleistung können. Jetzt haben wir 20 Kilowattstunden nachgeladen in 8 Minuten. Das ist okay. Das sind jetzt ungefähr 100 Kilometer, vielleicht auch ein bisschen mehr, je nachdem Wind, Wetter, Autobahn. Aber 100 Kilometer Reichweite in 8 Minuten. Yo. Wir sind bei 72% laut Display, 71% laut BMS. Und was wir jetzt sehen, ist, die Ladeleistung ist deutlich zurückgegangen. Eben waren wir sogar bei 62 Kilowatt Leistung. Und da haben wir die 80% erreicht in 34 Minuten. 57 Kilowattstunden haben wir nachgeladen. Ihr erinnert euch vielleicht an den letzten Ladevorgang, wo ich von 10 auf 80 geladen habe. Es hat auch 34 Minuten gedauert für 5 Kilowattstunden weniger. Das ist ein super Ergebnis. Also von 5% auf 80 in 34 Minuten ist deutlich besser als zuvor. Fazit des ersten Ladevorgangs, 34 Minuten von 5 auf 80%. Das ist für einen 80X ein Top-Ergebnis. Das sind 57 Kilowattstunden.
Wir haben ja einen anderen Ladetest, Video verlinke ich auch nochmal hier oben. Da habe ich von 10% auf 80% in der gleichen Zeit geladen und 52 Kilowattstunden geschafft. Also von daher brauche ich mich nicht beschweren. Viel besser wird es nicht. 34 Minuten ist toll. Soweit ich weiß, hat Skoda selbst gesagt 36 Minuten. Verbesserung von 2 Minuten wäre von 38 auf 36. Das passt. Klar kommt so ein 80X nicht an die 26, 27 Minuten eines 80ers. Ist aber nicht Teil dieses Videos. Der Grund sind die unterschiedlichen Zellen. Haben wir schon oft drüber gesprochen. Erkläre ich hier nicht nochmal. Wer das interessiert, gleich die nächste Videoverlinkung hier oben, der schaue sich bitte dieses Video an. Für diesen Test brauche ich eine besonders warme Batterie, denn der andere Tipp, den ihr mir gegeben habt, war, der Akku sollte möglichst über 30 Grad haben, wenn man die maximale Ladeleistung haben möchte. 30 Grad, das schaffe ich schon im Sommer nur schwierig in der Schweiz auf der Autobahn, aber jetzt im Herbst ist das unmöglich. Also brauche ich einen kleinen Trick. Dementsprechend bin ich jetzt relativ niedrig an die Ladesäule gefahren, damit die mir jetzt den Akku aufheizt. Dann fahre ich ihn wieder leer und dann stecken wir nochmal mit einer hohen Temperatur an und gucken uns die Ladekurve bis 80% an. Ihr seht, der Akku hat jetzt nur 13,5 Grad. Mehr ist im Herbst auch kaum möglich. Ich bin relativ leer. 8% zeigt mir das Display vorne an. Und das ist allerdings auch irgendwo eine typische Situation im Herbst. Nur den Test, den machen wir wann anders. Jetzt geht es ja darum, wie kriegt man die maximale Ladeleistung und die maximale Ladegeschwindigkeit. Darum zeichne ich den Vorgang nicht auf. Wir sehen uns wieder zum richtigen Versuch mit der warmen Batterie. Zurück an der Ladesäule mit 10% und ich habe es geschafft, die Temperatur immerhin auf 27,5 Grad zu halten. Und soll ich euch was sagen? Das war überhaupt nicht einfach, denn an der Ladesäule war ich zwar auf 30 Grad hoch, als ich losgefahren bin, doch unterwegs ist mir der Akku schon wieder abgekühlt hier im Herbst. Wir haben draußen 12 Grad und ich bin wirklich konstant 120 auf der Schweizer Autobahn gefahren, um den Akku leer zu bekommen. 27,5 Grad habe ich geschafft. Höher konnte ich es nicht halten. Wir starten an der Ladesäule mit 10% und ich bin echt gespannt, wohin das hier geht. Anfangswert wie immer um die 70 kW und jetzt müsste eigentlich der große Sprung kommen. Wenn doch die Temperatur der Batterie entscheidend ist, da haben wir auch schon den ersten großen Sprung, 142 kW, doch da ist sicherlich mehr drin. 157, na das sind doch mal Werte. Wir sehen auch hier im Auto beim Carscanner 155 kW liegen definitiv an und das ist natürlich schon ein super Wert. Vielleicht erreichen wir sogar 160, das würde mich nicht wundern. Es geht nämlich jetzt noch weiter hoch, wie ihr sehen könnt, sobald die Batterietemperatur sich den 30 Grad nähern. Und das sind doch Werte, die hätte ich gerne öfter. Anscheinend muss die Batterie wirklich um die 30 Grad haben und der SOC muss auch ordentlich niedrig sein, damit das hier funktioniert. Das ist natürlich ein Zustand, den bekommt man nur zu bestimmten Zeiten im Jahr hin. Im Sommer klappt das meistens ganz gut. Im Winter, zumindest hier in der Schweiz, kann ich das definitiv vergessen. Und im Frühling und im Herbst ist das halt ein Glücksspiel. Mal wird es klappen, mal nicht. Etwas mehr als 10 Minuten lade ich jetzt. Die Batterietemperatur ist bei 45 Grad. Das System kühlt aktiv dagegen an. Ich lade noch mit um die 105 bis 107 kW und bin bei 44%. Das heißt, ich habe jetzt in 10 oder 11 Minuten ungefähr 25, 26 Kilowattstunden nachgeladen. Das ist ordentlich. Und sind wir doch mal ehrlich, es kommt ja eigentlich auch gar nicht auf den Ladepeak an. Die Situation, dass wir wirklich mal schnell 100 Kilometer im niedrigen SOC-Bereich nachladen wollen, ist die Ausnahme, nicht die Regel. Die Regel ist, dass wir eher von 5% oder 10% oder 15% auf 80 laden. Und dabei ist entscheidend, wie schnell das geht. Und genau das ist ja auch Teil und Test dieses Videos. Und ich bin mal gespannt, ob jetzt mit hoher Batterietemperatur die Geschwindigkeit schneller oder langsamer ist, wie bei dem Test mit dem niedrigen SOC. Und am Ende muss man wahrscheinlich das schöne, perfekte, ausbalancierte Etwas finden zwischen SOC und Batterietemperatur, um wirklich die beste Ladekurve zu bekommen. Ja, und da sind wir auf 80%. Wir haben 54 Kilowattstunden in 32 Minuten nachgeladen. Die Batterie ist auf 46 Grad. Sie ging zeitweilig hoch bis 49 Grad. Das Thermomanagement hat aktiv gegengearbeitet. Und somit haben wir
denke ich, ein super Ladeergebnis erzielt. Ganz ehrlich, 32 Minuten für 54 Kilowattstunden mit einem Skoda Enyaq 80X, eben den LG Chem Batteriezellen, das ist ein super Wert. Das unterbietet sogar bei weitem das, was uns Skoda versprochen hat. Die Ladeergebnisse der beiden Tests und natürlich auch von einem weiteren 10-80% Test, den ich früher gemacht habe, auch mit der ME3, habe ich euch einfach mal mitgebracht und hier ausgedruckt. Ihr findet die Grafik aber unten auch nochmal verlinkt. Und was auffällt, das sind die drei Punkte, die ich da in diesem Bild hier auch schon markiert habe. Das ist einmal hier so ungefähr bei 30%, wo die Ladeleistung deutlich runtersinkt. Dann haben wir hier so einen markanten Punkt bei um die 50-52%. Nämlich da treffen sich alle Kurven. Ab da wird relativ identisch geladen. Und dann nochmal so einen markanten Punkt bei 70% SOC, wo wir sehen, dass der tiefste Punkt, was die Leistung angeht, erreicht wurde. Und es von da eigentlich konstant weitergeht mit ungefähr 60 bis 65 kW. Die Daten der Ladevorgänge habe ich aber auch hier nochmal hingeschrieben. Zur Erinnerung, die orangene Linie, das war der Ladetest mit der Batterie bei 27,5 Grad. Und man sieht direkt, wie hoch der bei der Ladeleistung einsteigt mit fast 160 kW. Der Ladepeak war 157 kW, das Lademinimum war 62 kW und im Durchschnitt habe ich mit 97 kW geladen. Darunter, die grüne Linie, das ist jene, wo ich mit 5% SOC und 21 Grad an die Säule gefahren bin. Da sehen wir, der Ladepeak ist ca. 10 kW niedriger. Die Lademinimum ist auch bei 62 kW. Aber was wir auch sehen, die gesamte durchschnittliche Ladeleistung liegt mit 98 kW richtig gut. Und die blaue Linie, da bin ich einfach an einen Schnelllader gefahren nach einem Autobahnfahrt. Da war ich dann runter auf irgendwo 10%. Die Batterie war bei 19 Grad. Und wir sehen, da sackt die Ladeleistung nochmal um 25 kW weiter ein. Da haben wir im Prinzip Prä-ME3-Werte gehabt und im Durchschnitt auch nur 90 kW. Auffällig ist, das hier orange zu dem hier in blau, das ist ein Unterschied von über 2 Kilowattstunden. Obwohl der SOC im Auto fast gleich war. Entweder sind das höhere Ladeverluste oder es ist einfach mehr in den Akku reingegangen, weil er warmer war. Das einfach mal kurz zu dieser Grafik, damit ihr grob wisst, was bei diesen Ladevorgängen passiert ist. Jetzt gehen wir rüber zum Fazit. Damit ich diesmal in meinem Fazit nichts vergesse, habe ich mir hier so einen kleinen Notizzettel geschrieben. Doch vielleicht mal vorab, warum gab es keinen dritten Test mit hoher Akkutemperatur und 5%? Na ganz einfach, das Ergebnis ist erwartbar. Der dritte Test, eben 5% SOC, 27 bis 30 Grad Batterietemperatur, hätte die schnellstmögliche Geschwindigkeit an der Ladesäule gebracht und wahrscheinlich auch die 170 kW. Den habe ich mir einfach aus Zeitgründen gespart, weil so ein Ladetest, das dauert. Ich muss ja den Akku erstmal leer fahren und dann stehe ich auch wieder eine halbe Stunde und muss aufladen. Also seht mir das bitte nach. Ein Fazit können wir sicher schon mal festhalten, dass schneller Laden gemäß Skoda, die 2 Minuten, ja, die sind erfüllt. Also meine Tests zeigen ja, jeder dieser Ladeversuche war deutlich unter den von Skoda kommunizierten 35 Minuten. Hat das jetzt was mit der ME3 zu tun? Nein, eigentlich nicht. Denn wenn ich in meine Powerpass-App gucke und mir Ladevorgänge Prä-ME3 aus diesem Sommer anschaue, ja, dann komme ich auf identische Werte auch um 33, 34 Minuten. Also eine echte Zeitersparnis habe ich jetzt hier so nicht rausfinden können. Ja, der Ladepeak ist jetzt höher als vorher, aber auf die Zeit betrachtet hat er mir keine Vorteile gebracht. Und das Argument, dass ich ja die Tests im Herbst jetzt gemacht habe, das gilt ja gar nicht, weil es ist doch völlig egal, was wir draußen für eine Umgebungstemperatur haben oder für ein Wetter, solange die Bedingungen bei unserer Batterie stimmen. Leerer Batteriestand, also niedriger SOC und hohe Temperatur. Ja, da ist der Rest relativ egal. Von daher sehe ich jetzt keine deutliche Verbesserung durch das ME3 bei den LG Chem Zellen. Ja, vielleicht ein paar Sekunden, vielleicht eine Minute. Was wir aber auch gemerkt haben ist, er heizt natürlich beim Navigieren zur Ladesäule immer noch nicht vor. Dieses Feature gibt es nicht mit der ME3.0. Dieses Feature gibt es auch nicht mit der ME3.1. Das heißt, all die Ergebnisse von heute, so schön sie sind, werden dazu führen, dass wir im Winter trotzdem weiterhin die Ladeprobleme am Schnelllader haben werden.
Und im Winter würde es uns auch nicht helfen, dass er ja den Akku durchaus heizt, und zwar in dem Moment, wo er den Ladevorgang autorisiert hat. Das hat er nämlich pre-ME3 auch schon gemacht. Das ist auch nichts Neues. Der einzige Unterschied zu diesen Videos, findet ihr auch alle hier auf dem Kanal, ist, dass ich mir jetzt mal die Werte genau angeguckt habe. Das Heizen der Batterie am Schnelllader, das macht er genau bis 23 Grad. Danach stellt er die Heizung ab. Und er startet irgendwo so um 17, 18 Grad. Bei meinem Test, wo die Batterie 17,5 Grad hatte, wurde die Heizung zugeschaltet. Bei dem Test, wo sie 21 Grad hatte, nicht. Das heißt, irgendwo dazwischen liegt die Grenze. Ich denke, sie ist irgendwo 17, 18 Grad. Das Problem an der Stelle aber ist ja, ihr habt keine Anzeige im Auto, wie warm die Batterie wirklich ist. Das wäre wünschenswert, weil dann könnte man allenfalls noch vorher gegensteuern. Zum Beispiel durch meine berühmte Fahrmethode Blöd. Video hier oben verlinkt. Besser wäre da natürlich, wir hätten echtes Vorwärmen der Batterie beim Fahren zur Ladesäule. Aber eben, das haben wir ja noch nicht. In Summe, ja, das Laden ist angenehm schnell. Das war es pre-ME3 auch. Ja, ich muss immer noch selber darauf achten, dass die Rahmenbedingungen rund um die Batterie stimmen. Mir fehlen dazu wesentliche Anzeigen, um das zu machen. Allen voran natürlich die Batterietemperatur. Von daher, ich kann hier keine großen Unterschiede feststellen. Und ja, scheinbar gibt es sie an dieser Stelle auch noch nicht. Den richtigen Wintertest, den mache ich natürlich auch noch für euch. Nichtsdestotrotz, ich bin mit der Ladeleistung am DC-Lader mit meinem Skoda Enyaq 80X absolut zufrieden. Mir reicht das. Er lädt relativ schnell, er hat einen guten Durchschnittswert. Ich bringe den Akku voll und eben 30 bis 35 Minuten Pausenzeit, das passt für mich. Einzig eben, wenn man in einem Alpenland lebt, dann ist das im Winter, wenn man all diese Rahmenbedingungen nicht erfüllt, und das tut man de facto nicht, einfach noch nicht schön. Aber das, wie gesagt, alles im Winter-Video. Schreib mir doch bitte unten in die Kommentare, wie du die Ladedauer bei deinem Enyaq erlebst. Möchtest du, dass das schneller geht? Bist du vom ME3-Update diesbezüglich enttäuscht oder passt das soweit für dich? Und wie wichtig ist dir das Vorheizen der Batterie, wenn die Ladesäule als Ziel ausgewählt wird? Alles bitte unten in die Kommentare. Gerne auch weitere Anregungen für Videos, was du hier gern noch auf diesem Channel sehen möchtest. Ja, und dann sehen wir uns in einem dieser nächsten Videos. Und bis dahin, bleib energiegeladen.